wir haben auch einmal so ein Original als Lehrer. Ja. Dem haben wir immer die Tafel mit Fett eingerieben. Das war unbeschreiblich. Eine Tafel, die partout nichts tut, die sich in schwarzes Schweigen hüllt. Wir hatten einen, den nannten wir immer nur der Kugelblitz. Weil er rund war wie eine Kugel. Und dabei zugleich schnell wie der Blitz. Ach, das ist doch gar nichts gegen unseren Brillenhof. Der putzte seine Brille immer mit der Zunge. Bis einmal einer von uns fragte, Herr Professor, zu Hause haben Sie noch eine Globenbrille. Machen Sie da auch so. Der Fabian war natürlich nicht die einzige Ulfnudel bei unserem Finale. Wir hatten da einen Turmlehrer. Habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt? Es war der 1. April. Bei uns war immer 1. April. Wir hatten einen Pauker, der immer zum Schuljahresbeginn. Ja. Unser Musiklehrer, der hatte jedes Mal ein gefühlvolles Klavierstück zu Gehör gebracht. Einmal, als er das Largo von Händel spielen wollte und die ganze Aula mucksmäuschen still war, da machte der Flügel nur. Ausgerechnet bei Largo von Händel! Und was war mit dem Flügel? Was mit dem Flügel war, Milavis? Wir hatten natürlich eine Kette über die Seiten gelegt. War das komisch? Es ging aber auch mit Seitenpapier, ja. Justizrat. Oder mit einer Glasscheibe für den Apotheker. Aber jetzt verrat mir doch mal einer, warum sind Pauker eigentlich original? Oh. Ja. Das ist durchaus keine einfache Frage, Herr Doktor. Vielleicht sind sie ja auch gar keine. Und nur die Fantasie der Schüler macht sie dazu. Nein. Pauker müssen Originale sein. Kein anderer Mensch sieht sich tagtäglich einer so spottlüsternen und scharfäugigen Mäulchen über wie der Magister vor der Klasse. In seinem Bestreben, seine Würde zu wahren und sich keinem Blöße zu geben, muss er verbogen und verschwunden werden. Ein Kaus. Aber warum pisagt man sich als Schüler derart? Ja, ich hab's doch ganz einfach. Der Schüler dankt der liebe Lehrer, was Spaß bringt. Ja, ich denke auch, dass das so ist, ja. Unser Lieber hat uns noch zweimal entdeckt, dass das auch so ist. Ja, schon schwere Not. Haben Sie niemals persönlich erlebt, wenn höllisches Pläsier ist bereitet, einen so komischen Kauz? Ja. Sie haben ja zu unserem Rausch der Erinnerungen noch gar keinen Piep beigetragen. Genau. Das sagen Sie mal. Waren Sie etwa einer von diesen unausstehlichen Streber- und Musterknaben? Also, wenn man unseren jungen, berühmten Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer so anschaut, dann kann man leider nicht ausschließen, dass er auch einer von jenen unausstehlichen und... Falsch geraten, Doktor. Mein Kasus wiegt schwerer. Und ich komme bei Ihrer Erinnerungsseligkeit nicht recht mit. Weiß eigentlich gar nicht, wovon Sie sprechen. Was mich betrifft, so war ich niemals auf einem Penal gewesen. Was sind Sie? Nie auf einem Gymnasium gewesen? Aber Sie haben doch Abitur, Pfeiferchen. Ja, selbstverständlich. Oh. Aber darauf hat mich auf den Gut meines Vaters ein alter Hauslehrer vorbereitet. Oh. Wenn er nie auf einem echten Penal war, dann ist er ja eigentlich überhaupt gar kein richtiger Mensch, sozusagen. Wer das nicht erlebt hat, der ist wirklich ein armes Schwein. Ergo, das Schönste im Leben haben Sie gar nicht mitgetreten. Das ist auch nie wieder nachzuholen. Nie.
In diesem Sinne verneige ich mich vor Ihrem traurigen Schicksal mit einem tiefen Schluck des Mitgefühls. Zum Wohl! Vielleicht haben Sie ja recht, meine Herren. Aber dieses Kapitel scheint unwiderruflich geschrieben und geschlossen. Also, auf Ihre unvergesslichen Pauker. Zum Wohl! Entschuldigung, die Herren. Telefon für Herrn Dr. Pfeiffer. Das Fräulein Braut ist am Apparat. Die Herren werden mich einen Augenblick entschuldigen. Wenigstens trägt er es wie ein Mann. Trotzdem, mir will's nicht in den Schädel reichen. Was denn, Herr Doktor? Dass so ein junger Baum wie der so reife literarische Früchte trägt und dennoch ist sein Stamm niemals durch ein eigentliches Pilar hindurchgewachsen. Ja, das ist in der Tat ein herbes Los. Und wie gesagt, nie wieder gut zu machen. Nie wieder gut zu machen. Warum eigentlich nicht? Was, warum eigentlich nicht? Ja, warum soll unser Benjamin nicht tatsächlich noch nachholen, was uns die Jugend so versüßt? Nicht sei mehr gönnt, aber wie soll sowas funktionieren? Mir ist ja auch völlig schleierös, was Ihnen da durch den Kopf spukt. Das ist doch ganz simpel. Wir schicken unseren Herrn Dr. Johannes Pfeiffer einfach inkognito als Oberprimaner aufs Penal zu Frankenthal. Ja. Da soll er sein Abitur einfach noch mal machen. Aber so, wie es sich zieht für ein ehrenhaftes Mitglied des Zirkels der Feuersangebote. Also Sie müssen schon entschuldigen, Herr Justizrat, aber das halte ich für eine elefantöse Schnapsidee. Für eine elefantöse. Da liegt er nicht gerade im Rausch. Rausch! Der Grund der tiefsten Idee. So anschaut. Ergo, es lebe der Oberprimaner Hans Pfeiffer. Am Penal zu Frankenthal. Lebe hoch! Einmal hoch! 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 Von wem ist denn die Rede, meine Herren? Vom Oberprimaner Hans Pfeiffer, Herr Dr. Johannes Pfeiffer. Ganz richtig, Herr Dr. Pfeiffer. Sie haben die einzigartige Möglichkeit, das unvergleichliche Leben eines Penelers in letzter Minute noch wirksam werden zu lassen. Also, meine Herren, das scheint mir dann doch ein wenig zu... Aber, Herr Pfeiffer, Sie als Schriftsteller, Sie sind doch ein Mann der Fantasie, des Abenteuers, der nicht alltäglichen Taten... Und noch dazu. Sehen Sie verdammt jung aus, mein Lieber. Beneidenswert. Am Morgen könnte man ihn so jung. Vielleicht haben Sie ja recht, meine Herren, aber was wird mit meinen beruflichen Verpflichtungen? Die Termine bei den Verlagen. Niemand ist unersetzlich, Pfeiffer. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber da gibt es ja noch meine Braut. Meine junge und energische Braut Marie. Eine zeitweilige Trennung der Körper erleichtert die Enthaltsamkeit. Und die Enthaltsamkeit ist bekanntlich die Mutter und das Fundament aller Tugenden. Im Himmel wie auf Erden. Amen. Ich gebe ja zu. Der Einfall ist nicht ohne Reiz. Und vielleicht liegt da ja der Stoff für einen Roman oder für einen Film darin. Ja, sehen Sie, ja. Und wenn Ihnen der Jux nicht mehr gefällt, dann können Sie einfach entfleuchen, ne? Ja, oder sich hoch und rausschmeißen. Ja, wenn Sie sich doch nicht weitreiben. Und dabei mit Wonne. Ihre Lehrer. Meine Herren, ich fürchte... Ich fürchte, Sie haben mir da einen Floh ins Ohr gesetzt. Auf Ihr Wohl! Zum Wohl!
frohen Zeitens. Schön ist die Jugend, sie kehrt nicht mehr. Sie kehrt nicht mehr, kommt auch nicht wieder. Schön ist die Jugend, sie kehrt nicht mehr. Drum sag ich noch einmal, schön. Du bist also das Neue, was? Ja, Hans Pfeiffer aus Berlin. Oh. Sieht ja nicht haarscharf aus, wie aus den fliegenden Blättern entsprungen. Lach doch auch mal, Luke. Lachen ist ja bekanntlich gesund. Wenn du uns also weiterhin so viel Anlass dazu gibst, sollst du es gut bei uns haben. Darüber entscheide allerdings ich. Ich bin Rudi Knebel. Oder blutiger Nebel. Was das bedeutet, wirst du schon noch merken. Aufgrund wohlerwogener Gründung meiner langjährigen Lerntätigkeit
Zeit ein entschiedener Bass dieser Pädagogik? Lapp! Ein entschiedener Anhänger dieser Pädagogik. Richtig! Und damit komme ich zum Ausgangspunkt meiner Ausführungen zurück und fasse diese in was zusammen? Knöbel? In der Quintessenz, Herr Professor. Richtig! In der Quintessenz! Mit der Schone ist es weh mit der Mädelzeit. Sie muss bitter schmecken, sonst nützt sie nichts. Ihren Mädchen sind diese unverrückbaren Prinzipien schon seit langem in Fleisch und Blut übergegangen. Gebe Ihnen den guten Rat, sich diese ebenfalls rasch zu eigen zu machen. Haben Sie mich verstanden, Pfeiffer? Ja, das war ja jetzt nicht so schwer, Herr Professor. Gott?
hast du keins dabei? Keins dabei? Was keins dabei? Ja, Pausenbrot. Nein. Ich wohne im Hotel Axmacher, die haben mir keins mitgegeben. Ja, willst du? Ey, Kleiner! Das Füttern der Tiere in Käfigen ist verboten, klar? Du warst wohl noch auf keiner richtigen Penne, was? Woher willst du das wissen? Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Der will doch hier nur auf die dumme Tour sein Abi nachholen. Ja, das vielleicht auch. Ja, da willst du dich schon noch umschauen. Du vielleicht auch. Ho, 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 es kriegst ja eine ganz schön Kesselippe. Jetzt sag mal, wie gefällt's dir denn eigentlich bei uns? Ach, weißt du, manches gefällt mir ganz gut und manches eben weniger. Es gefällt dir also nicht. Aber wir machen schon eine Menge Fehls, was? Ja, so wie ich das sehe, hauptsächlich mit eurem Kleinen hier, was? Du hast doch nichts dagegen? Ach, das ist Geschmackssache, wäre aber durchaus möglich. Dann bist du wohl so eine Art Musterknabe. Vielleicht. Ah, und petzen tust du auch. Mal sehen, Rudi. Pass mal auf, ja. Dass das ein für alle Mal klar ist. Wer petzt, der liest den Faust von Goethe mit der Nase. Kapiert? Nebel! Der war nicht von schlechten Eltern. Bei Gelegenheit auch mal beibringen. Weißt du, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nie auf morgen. Du schnappst dir deinen Gegner. Blitz! Und dann bringst du das Bein hinter ihn, drückst auf die Brust und schon fällt er. Der Zeug! Auf ein Wort! Herr Direktor! Herr Direktor! Ich wollte Sie nicht gleich am ersten Tag in mein Direktorat bestellen. Sie kennen doch die Schulordnung, Pfeiffer. Die hat man mir noch nicht ausgehändigt, Herr Direktor. Gleich viel, denn im Grunde versteht es sich von selbst, dass meine Schüler nach 9 Uhr abends daheim zu sein haben. Was? Um 9 Uhr schon? Sie hingegen sind gestern Abend noch nach 10 Uhr im Gasthof Axmacher gesehen worden. Und das noch bereits vor Ihrem ersten Schultag in meiner Anstalt. Ach so, das, Herr Direktor. Das ist leicht zu erklären. Ich wohne da. Was? Das fängt ja heute an mit Ihnen. Aber ich dachte... Sie haben mich zu denken. Ah, selbstverständlich, Herr Direktor. Und ich werde sofort damit anfangen. Ich dachte nur, da das Hotel Axmacher ein so hochanständiges Hotel ist. Sie denken ja schon wieder. Ein hochanständiges Hotel oder nicht? Oh, Santa Simplicitas! Zu Deutsch! Oh, heilige Einfall! Danke, Lukas. Ein Schüler dieses Gymnasiums wohnt in einem Hotel. Und dann dachte ich auch... Sie denken schon wieder! Ach so, Verzeihung, wollte sagen, habe gemeint. Jetzt hat er auch noch eine Meinung! Ach so, meinte, habe geklaut. Nun seien Sie mal still. Ich will durchaus nichts gegen den Gasthof Axmacher gesagt haben. Aber zunächst... ist das viel zu teuer für Sie. Vor allen Dingen aber ist es ungehörig. Ein Schüler meines Gymnasiums, der in einem Wirtshaus logiert. Daran habe ich allerdings wirklich nicht gedacht. Sie sollen aber denken. Dafür sind Sie ein gebildeter Mensch. Selbstverständlich, Herr Direktor. Und ich denke, ich gehe heute Nachmittag gleich auf Bodensuche. Auf Bodensuche? Gütiger Himmel, Sie Unglücksmensch. Was ist denn das schon wieder für ein Ausdruck? Ein rechtschaffender Schüler hat keine Bude, sondern eine Kammer bei ehrbaren Bürgersleuten. Also folgen Sie meinem Rat. Guten Morgen, Herr Kollege. Guten Morgen, Herr Direktor. Ich räume schon das Feld. Ich hatte nur ein paar Worte mit dem neuen Schüler zu bereden. Also mich stören Sie nicht. Wenn Sie wollen, können Sie noch was über die Dampfmaschine lernen. Oh, danke, danke. Guten Morgen, Jungs! Guten Morgen! Ja, 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 ja. So.
Guck mal da. Da haben Zuwachs gekriegt. Du bist bestimmt der Pfeifer. Ja, Herr Professor. Ah, du bist der Pfeifer und ich bin der Böbel. Natürlich heiße ich nicht wirklich Böbel, sondern... Das hatte ich jetzt gerade vergessen. Aber besser ist, du sagst Herr Professor zu mir. Sonst werden die Kollegen wuchtig von wegen Autoritätenuntergabe etc. etc. Hast du mich verstanden, Jungs? Selbstverständlich, Herr Professor. So selbstverständlich ist das nicht. Wir leben in einer Zeit, wo das Einfache verpönt ist und das Komplizierte in den Himmel gehoben wird. Weil es einfach kompliziert ist. Aber da kümmere ich mich nicht drum. Gut? Gut. Ja, wenn wir anfangen. Wo waren wir dran? Look. Ah, ja, der Dampfmaschine. Weiter. Bin die Jungs am Duzen, wenn ich gut laut bin. Wenn ich aber böse werde, fange ich fürchterlich an, sie zu siezen. Und der Kopf einducken. Selbstverständlich, Herr Professor. Gut, legen wir mal los. Was? Ist eine Dampfmaschine? Ja, ja, ja. Dann stellen wir uns mal ganz dumm und sagen jetzt so. Eine Dampfmaschine, das ist eine große metallene Röhre. Das hat Hinterloch und vorne Loch. Das Hinterloch, das ist die Feuerung. Das vordere Loch, ah, das kriegen wir noch. Wenn wir aber die Dampfmaschine Räder hätten, dann sprechen wir von einem Lokomotiv. Oder sogar ein Lokomobil. Natürlich besteht eine Dampfmaschine nicht nur aus dem, was ich gerade dargelegt habe, sondern auch aus Einzelheiten. Eines dieser Einzelheiten, das ist das Ventil. Was ist denn das Ventil? Ja, 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 ja. Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen dazu, das Ventil ist was, wo was drin geht, aber sie nicht damit mehr rauskommt. Ja, look, gut. Beste, wenn es ein gutes Land, Junge. Ich kann mich nicht beschweren, Herr Professor. Oh. Ja. Ja, gut. Eine weitere notwendige Einzelheit bei der Dampfmaschine, das ist der Druck. Man könnte fast sagen, Dampfdruck. Immer in die Judestube. Was gibt es denn? Verzeihung, Herr Professor. Der Herr Direktor möchte Sie dringend sprechen. Im Direktorat. Ah, ja, gut. Wenn mich der Herr Direktor sprechen möchte, dann komme ich zu ihm und spreche mit ihm. Herr Direktor, müssen wir mal gucken. Wenn ich der Herr Direktor schon sprechen möchte. So. Hätte einer zufällig meine zweite Schuhe gesehen? Wo ist der Schuh, frage ich mich. Da ist... Das frage ich euch. Ja. Ich kann ja wohl schlecht auf einen Fuß meinen Direktor hüpfen. Oder wir stellen sich da vor. Ich bin der Saujung verwischt, der meine zweite Schuhe geklaut hat. Meine Herrschaften. Ich fordere es zum letzten Mal auf, mir meinen zweiten Schuh herauszugeben. Herr Professor. Ja? Sie müssen unbedingt ganz dringend zum Herrn Direktor. Das will ich ja! Ich werde zu ihm gehen und werde sagen, dass ich so nicht kommen kann! Bäh! Was habt ihr für eine fiese Charakter? Herr Professor! Ja? Vielleicht könnte ich Sie ja ausnahmsweise auf dem Rücken zum Herrn Direktor tragen! Du wärst aber nicht unverschämt, Junge! Welche vom Rücken tragen? Sieh mal hier mein Lustgewerbe vom Windtor! Welche vom Rücken tragen? Ich habe einen runden Klappkurs angepudert! Blöde Idee! Welche vom Rücken tragen? Für eine Sänfte fehlt zwar der Ball nach ihm. Aber der Mensch soll nehmen, was er kriegen kann.
kommt aber bei mich, ihr schabernächtes Hauhühnchen. Ja, ja, ruhig näher. Komm. So. An jede Ecke einer. Und jetzt sachte anheben. Ja, und jetzt könnt ihr mich zum Direktor tragen. Was die Kinder heute aber alles lernen müssen, gell?
Das ist Mama! Mama! Ihre liebe Frau Muda? Die Mutter. Muda. Ist ein bisschen jung, ne? Damals? Wirklich blinde Leben. Und die Ähnlichkeit mit Ihnen. So eine aparte Frau. Du hast ein bisschen Angst. Sicher macht es sich große Sorgen um Sie. Ja, aber ja, ganz bestimmt sogar. Ach, da bin ich mir aber ganz sicher, dass die liebe Frau Muda sich vertrauensvoll und in diesen Lebenswandel verlassen kann. Das sieht die Witwe Windscheid, das hab ich im Gefühl, dass sie ein wohlerzogenes, braves Kind sind. Ja. Wir sind uns also einig, dass sie des Abends spätestens um 9 Uhr daheim sind, nicht wahr? Ach, um 9 Uhr schon. 9 Uhr. Dann können Sie noch ein bisschen was lesen. Ja. Oder Hausaufgaben machen, falls Sie nicht fertig waren. Ja, das kann durchaus sein. Ich bin nämlich ein ausgesprochener Nachtarbeiter. Ja. Oliver Weiter. Nachtarbeiter. Das ist aber ein Wort, wo ich gar nicht gerne her tue. Dreimal ist's passiert. Was? Ich hab schon eine Schimpfung und die dir gemacht. Ah. Ja, wer kann denn das schon sagen? Klassenkameraden vielleicht. Ach, Herr Pfeiffer, er ist so ganz bei uns und schon so liebe Freunde. Hallo Pfeiffer. Knebel. Das sind wir. Ackermann. So übel nicht das gemacht. Look. Hallo. Und groß genug zum Ringen. Alles Kaffee? Sicher trinken wir Freunde gern eine frische Malzkaffee mit. Ich bringe ihn sofort. Das Efeu draußen am Fenster ist sehr schön. Und wie macht sich so die Mama Hospitalis? Die hat mich doch mit Haut und Plan schon adoptiert. Rauchen und Trinken sind verboten. Weiterführende Laster sowieso. Auf alle Fälle weiß ich, dass ich um 9 zu Hause zu sein habe, weil sonst setzt es eine Gardinenpredigt. Ist ja gepeilt. Willst du nicht lieber gleich wieder die Kurve kratzen? Sie ist doch eine Seele von Mensch. Das spielt sich alles noch ein. Kann sein. Es wird schließlich nicht so heiß gekocht, wie die Winter es ist. Wollt ihr euch nicht setzen? Nein. Erst das Begrüßungsständchen. Die Freiwillige Feuerwehr von Frankenthal lässt es sich nämlich nicht nehmen, ihrem Neubürger Hans Pfeiffer mit einer gloriosen musikalischen Weise tief empfundenes Willkommen zu entbieten. Gib mal den Kammerton, Ackermann. Dieser Ton, meine Herrschaften, ist würdig, von uns aufgenommen zu werden. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schmied in seine Rinde so manches liebe Wort. Ist gut. Just get the rhythm, everything you got. Ding dong, in the same.
Ich hoffe, wir haben Sie nicht allzu sehr erschreckt. Meine Klassenkameraden. Anorala, es war ja furchtbare Megamusik. Dieser Jagd, damit es heißt. Am Brunnen vor dem Tode, da steht ein Lindenbaum. Ja, Allah. Ach, greifen Sie doch jetzt bitte zu. Der Kuchen und 9 Eier. Oh. Nur gute Butter. Danke, Frau Windscheid. Vielen Dank, Frau Windscheid. Sie sind wirklich eine Seele von Mensch, Frau Windscheid. Also, ich muss schon sagen, es gefällt mir wirklich gut bei euch. Und dann erst in Frankenthal. Das ist bloß die Euphorie des Anfangs. Ja, spätestens in 3 Wochen. Da ist das alles alter Schnee für dich. Und du bist genauso phlegmatisch wie ich. Auf jeden Fall bringst du richtig frischen Wind bei uns rein. Sag mal, was ist denn mit den Mädchen vom Karolinen-Lyzeum? Ja. Habt ihr da Kontakte? Manchmal gemeinsame Veranstaltungen? Koedukation! Der Himmel will uns schützen. Die Karolinen tragen ihre Nasen so hoch. Ja, gepeitscht, sag ich dir. Das kannst du echt vergessen in dem Kaff hier. Mhm. Die Leute wittern doch schon, wenn du einer nur mal anonym ein Gedicht schickst. Sodom und Gomorra, ja, ja. Das habe ich Frau Windscheids Ausführungen schon entnommen. Aber da wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht ein wenig den Habicht im Hühnerstall spielen können. Hä? Du scheinst schon eine Menge Erfahrung mit den Weibern zu haben, was? Oh, manches habe ich mir angelesen. Ach, Weiber sind sowieso Quatsch. Ja, ich gehe lieber zum Kanal runter, angeln. Da setze ich meinen Seelenfrieden keinem Risiko aus. Aber eine Ausnahme lässt doch sogar du gelten, oder? Aha. Eine soeben. Die steht dir nämlich erst noch bevor. Unser bestes Stück. Weit und breit. Das engelsgleiche Wesen, das dieses Jammertal in ein Paradies verwandelt. Aha. Und wie heißt dieses engelsgleiche Wesen? Eva! Ja, Eva. Eva. Eva! 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 Mein Gott, ihr seid ja wirklich aufschlussreich. Eva ist Referendarin für Musik am Lyzeum. Tochter von Zeus. Aber weil unser Fridolin sich das Bein gebrochen hat, gibt sie zeitweise auch bei uns Musik. Weißt du, manchmal, wenn der Mädchenchor singt und der Wind trägt die Melodien zu uns herüber in den Unterricht, das ist... Mensch, 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 wenn man euch so schwärmen hört, dann könnte man sich ja fragen, ob es dieses Traumwesen überhaupt wirklich gibt oder ob sie nicht eine Ausgeburt eurer Sehnsucht ist. Ob es wirklich gibt? Wir sind doch Realisten und keine Mondsüchtigen. Ja gut, bis auf den, was der ist, weiß keiner so genau. Er ist selber am allerwenigsten. Aber morgen in der 3. Stunde, da kannst du dich ja selbst überzeugen. Turnübungen. Achtung! Arme beugen, Arme
beugt, Arme streckt. Knie hoch, Knie runter, Knie hoch, Knie runter. Hucke runter, Hucke hoch, Hucke runter, Hucke hoch. Hüfte kreis, oh, Hüfte kreis, Hüfte kreis, Hüfte kreis. Schulterkreis, Schulterkreis, oh, Schulterkreis. Knebel übernehmen Sie. Nein! Arme streck, Arme beug, Arme streck, Arme beug. Hocke runter, Hocke hoch, Hocke runter, Hocke hoch. Hampelmann, 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 Hampelmann. Wie gestützt, oh. Wie gestützt, wie gestützt, wie gestützt. Oh, ganz genug, Knebel! Noch nicht! Was sagen die Knebel? Noch nicht aufhören, bitte! Du mag es genug sein! Und wir wenden uns endgültig der Geschichte zu. So, Sie sehen hier schon ganz belebt aus, wie neugeboren. Das erfrischte Blut zirkuliert brausend vom Sauerstoff durch Ihr Großhirn. Warum lachen Sie, Ackermann? Ich habe mich so gefreut, Herr Direktor. Und worüber haben Sie sich so gefreut? Darf man das erfahren? Über das Blut, das von Sauerstoff brausend durchs Gehirn zirkuliert. Nun, Sie haben ja heute die Völkerwanderung erarbeitet. Nun erzählen Sie mir mal lieber, Ackermann, welchen Volksstamm können Sie denn am besten? Die Goten? Die Goten. Gut. Und nun meinen Sie, ich werde Sie jetzt nicht nach dem Goten befragen. Genau. Gut. Dann erzählen Sie mir mal was über die Goten. Ja. Also der Volksstamm der Goten, der kam ursprünglich aus... Ja, ursprünglich kamen die aus... Ach, drehen Sie mal raus, Ackermann. Die Goten. Die Goten kamen ursprünglich aus... Jetzt das noch was, Herr Ackermann. Ja, Herr Doktor. Die Goten kamen ursprünglich aus... Schweden? Von dort aus gingen sie? Von dort gingen sie in die Gegend von Danzig und von da dann nach Russland, ja. Und dann wussten sie nicht mehr, was sie machen sollten. Und wurden zu den Links und Rechts zerfielen in die Ost- und Westgoten. Eine 5, Ackermann. Hoppla. Wegen fast absoluten Nichtwissens. Aber Herr Direktor, ich habe doch fast alles gewusst. Das ist ja wohl eher eine 2. Die 2 hätte eher Pfeifer verdient. Aber der bekommt stattdessen einen schweren Tadel ins Klassenbuch. Wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen. Guten Morgen, Herr Professor. Platz. Wir werden zugleich Ihren deutschen Aufsatz zurückreichen. Das Ergebnis ist zum Teil erschütternd. Hier ist jegliche moralische Verbindlichkeit vermessen. Als dann. Lock bei Emma 1. An Ihrem Kameraden Lock. Können Sie sich alle ein Beispiel nehmen und zwar in jeder Beziehung. Knebel. Sie haben das Thema auf die leichte Schulter genommen. Gerade noch ausreichend. Ackermann. Hören wir
er den Mantel des Schweigens über ihre Laster. Pfeife! Was sind Sie noch für ein kurioser Schwäler? In allen anderen Fächern stehen Sie genügend oder gut. Nur im Deutschen, da sind Sie mangelhaft. Und Ihr Aufsatz schlägt dem fast vollendeten Boden aus. Wollen Sie uns das Thema unseres Aufsatzes noch einmal benennen? Sehr gerne, Herr Professor. Das Thema des Aufsatzes lautet: Inwiefern gleichen sich der Wilhelm Tell und der Götz von Berlichingen und inwiefern bestehen wesentliche Unterschiede zwischen ihnen? Was machen Sie auf diesem Thema? Sie sollten die Unterschiede herausstellen. Aber Sie schreiben einen einzigen Satz und der spottet jeder Beschreibung. Er lautet: Den Tell darf man zitieren, den Götz jedoch nicht. Setzen Sie sich. Im Deutschen ist bei Ihnen offensichtlich Hopfen und Malz verloren. Auch Ihr Stil ist unmöglich. Was wollen Sie eigentlich einmal werden? Das weiß ich noch nicht, Herr Professor. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Sorgen Sie sich einen Beruf, in dem Sie möglichst wenig schreiben müssen. Am besten werden Sie Zahnarzt oder Bärkutscher. Bitte, Herr Professor. Alles klar. Kommen wir nun zu unseren Vorbereitungen unserer Aufführung von Der Jungfrau von Orléans von Frédéric von Stadt. Verlassen wir die Schlussszene, um herauszufinden, wer sich für welche Rolle am besten eignet. Darf ich die Jungfrau lesen, Herr Professor? Setzen Sie sich, Sie sind alle. Ihnen fällt die sämtliche Reihe. Der Jungfrau denken wir uns von zärtlicher und anmutiger Gestalt. Wie die Eva Knauer. Darum wird der Lock die Jungfrau lesen. Haben Sie alle Ihren Klassiker ausgeschlagen? Als dann. Ackermann, Sie sind die Agnes Sorel, die Gelehrte des Königs. Knäbel, Sie sind der König. Pfeiffer, Sie sind vor Gott. Ackermann, Sie können vergessen. Ihr seid befreit. Ihr lebt, ich hab euch wieder. Ich bin's. Ich bin befreit. Ich bin's um jeden Preis. Johanna Gott, sie stirbt. Sie hat geendet. Seht einen Engel scheiden. Seht, wie sie da liegt, schmerzlos und ruhig wie ein schlafend Kind. Des Himmels Friede spielt um ihre Züge. Kein Leben in der armen Hand. Kein Atem hebt den Busen mehr. Weiter, Ackermann, weiter. Sie ist dahin. Sie wird nicht mehr erwachen. Ihr Auge wird das Ihrsche nicht mehr schauen. Schon schwebt sie. Droben? Ein verklärter Geist. Ein verklärter Geist. Sieht unseren Schmerz nicht mehr und unsere Reue. Sie schlägt die Augen auf. Sie lebt. Sie schlägt die Augen auf. Sie lebt! Kehrt sie uns aus dem Grabe zurück? Findet sie den Tod? Sie richtet sich empor! Sie steht! Nun, block weiter. Wo bin ich? Bei
deinem Volk, Johanna, bei den Deinen. Ich deiner Freunde, deines Königs, Armen. Nein, ich bin keine Zauberin, gewiss. Ich bin es nicht. Sie ist heilig wie die Engel. Heilige Schwein. Doch ihr Auge wird mit Lach bedeckt. Ich bin wirklich unter meinem Volk. Bin nicht verachtet und verstoßen. Man flucht mir nicht. Man sieht mich freundlich an. Ja, jetzt erkenne ich alles deutlich wieder. Das ist mein König. Das sind Frankreichs Fahnen. Meine Fahne sehe ich nicht. Wo ist sie? Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen. Von meinem Meister war sie mir vertraut. Vor seinem Thron muss ich sie niederlegen. Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu. Gebt ihr die Fahne! Seht ihr den Regenbogen in der Luft? Der Himmel öffnet seine goldenen Tore. Im Kreis der Engel steht sie glänzend da. Den ewigen Sohn hält sie an ihrer Brust. Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen. Leichte Wolken heben mich. Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. Hinauf, hinauf! Die Erde flieht zurück. Kurz ist der Schmerz. Und ewig ist die Freude. Das nächste Mal werden wir in anderer Besetzung brauchen, noch zu bearbeiten. Aber zeigt, aber die anderen. Dir ist ja auch noch Jungfrau. Ich finde es empörend, wie Sie den edlen Text unseres verehrungswürdigen Klassikers mit Ihren schmutzigen Pubertätsfantasien vermischen. Aber wir können nicht immer nur singen. Wie sollen wir denn damit unseren Pensum voran?
möchte aber so gerne dirigiert werden. Von Ihnen. Es ist sehr schmeichelhaft für mich, meine Herren. Aber... Oh ja. Singen. Singen ist der Ausdruck seelischen Empfindens. Ja, und bei Professor Friedrich, da dürfen wir nie seelisch empfinden. Also schön. Ich möchte Ihren seelischen Äußerungsdrang natürlich auch mit dem Äußern anlegen. Was möchten Sie denn? Die Lorelei. Schon wieder die Lorelei? Ja, die können wir am besten. Also bitte. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Mir scheint, der Herr ist noch nicht ganz mit der Melodie vertraut. Wer ist das bitte? Ah, ja, Fräulein Referendarin. Es könnte sein, dass ich falsch singe, ohne es selbst recht zu merken. Ja, aus Ihrer Richtung kam es. Singen Sie doch die erste Zeile noch einmal alleine. Bitte. Ich weiß nicht, was alles besorgt. Das war es in der Tat noch nicht ganz. Ich singe es Ihnen einmal vor. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Bitte hier nicht auf den Arm nehmen, Herr Pfeiffer. Oh nein, 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 wirklich nicht, Fräulein Referendarin. Ich habe noch nie singen können. Also gut. Sie sind vom Chorgesang befreit. Und ich darf bleiben. Ja. Danke, Fräulein Referendarin. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das Ich euch eigentlich schon erzählt, dass mir die Else Landsberg gestern zugezwinkert hat? Die hat vielleicht Faustik hinter den Ohren, sage ich euch. Die? Ja, den habe ich nicht mal geschenkt unterm Christbaum. Ja, habt ihr euch mal deren Fesseln angeguckt? Ja, kann ich nur von Rasse dran. Was? Heiratet sowieso nicht vor dem ersten Schlaganfall. Ist auch wieder wahr. Außer die Lorelei natürlich, oder? Klar. Das ist ein Sonderfall. Wer würde die nicht nehmen? Ja, sogar der Schnauz soll ja an der interessiert sein. Hab ich gehört. Merkt ihr was, Männer? Jetzt bringt die Sonne des Pudels Kern an den Tag. Der Pfeiffer ist eifersüchtig auf dem Kran. Blödsinn. Mhm. Der ist doch viel zu alt für dich. Ja, und du viel zu jung. Blödsinn. Ich bin doch nicht größenwahnsinnig. Ich will doch nichts von der. Und warum hast du dich dann nicht von der Musik dispensieren lassen? Genau, obwohl du eine Singstimme hast wie eine rostige Nähmaschine. Weil es in Musik eben um mehr geht als nur ums Singen. Ja. Das ist natürlich auch wieder wahr. Es geht nämlich auch ums Flöten. Apropos Schnauz, haben wir dir eigentlich schon erzählt, was wieder für ein denkwürdiges Ereignis gleich bevorsteht? Nein, was denn? Etwa etwas mit dem Schnauz? Gleich ist in Chemie die alkoholische Gärung dran. Und da ist es halt unumzeitbrauch, dass der Schnauz eine Pulle von seinem selbstgebrauten Wein mit in die Pelle bringt. Und dann muss jeder Schörler einen wetzigen Schluck von diesem Gesöff probieren, damit er einen anschaulichen Eindruck von der alkoholischen Gärung bekommt. Aber natürlich nur einen minimalen Schluck. Mensch, Leute, das ist doch die Gelegenheit. Das ist doch die Gelegenheit! Jetzt komm rein! Lautet Heidelbergkohl. Heidelbergkohl? Heidelbergkohl!
schenken wir an unserer Lehranstalt der Chemie nur begrenzte Beachtung. Obgleich auch diese bis zu einem gewissen Grad durchaus ihren Sinn und Wert besetzt. Nicht zuletzt ist sie auf gewissen Lebensbereichen von praktischer Bedeutung. Das wollen wir uns heute am Beispiel der alkoholischen Gärung vergegenwärtigen. Zu diesem Behuf habe ich einer langen Tradition folgend einen Gläserflasche von mir selbst hergestellten Heidelbeermanns mitgebracht. Gemäß dem kürzlich erwähnten Goethe-Zitat, Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Theorie? Möchte ich, dass jeder einzelne von Ihnen jeweils einen winzigen Schluck dieses Heidelbeermanns verkostet, bevor wir uns der alkoholischen Gärung theoretisch näher werden. Zucker, gegen das Geheimnis der alkoholischen Gärung.
bringen soll. Hören Sie auf, und hören Sie auf! Ist einer denn auch Ist denn sonst noch jemand im Körper? Ja! Ist denn der ganze Klasse Nein! Dein Bein ist famos. Ach, was sag ich? Maximal fabulös! Mein kleines Schnäuzchen! Den sauf mir dir aus! Meine Damen und Herren, hiermit begrüße ich nunmehr Herr Professor! Die Weltmeister aller Klassen im Ringen! Im Ringen! Ich, Rudi Knebel, besser bekannt als Blutiger Nebel, fordere dich zum Titelkampf heraus! Ackermann! Holen Sie den Herrn direkt!
Nektar. No. Pfeiffer. Ich kann warten. Was gibt es denn, Herr Kollege? Ist die Klasse etwa schon wieder vergiftet? In gewisser Weise schon. Vergiftet durch Disziplinlosigkeit, Renitenz und schlüpfriger Lektüre. Es ist unfassbar, Herr Direktor. Aber der schöne Pfeiffer hat es gewagt, unter meinen Augen dessen Brief zu lesen. Und er weigert sich immer, den Absender desselben zu benennen. Lesen Sie selbst. Geben Sie uns den Brief! Geben Sie den Brief schon her, Pfeiffer. Übergeben Sie uns den Brief! Tour. Nun, Herr Direktor, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen, nicht wahr? Also, Pfeiffer, das sind ja allzu kecke Sprüche. Kommen Sie, Herr Kollege, ich wollte sowieso was mit Ihnen reden. Wer ist denn großes E. Punkt? Ein Gentleman schweigt und genießt. Du bist toll. Wenn ich nur auch mal sowas fertig bin. Die würden mich wahrscheinlich sowieso nur auslachen. Aber wieso? Ich bin immer nett zu allen, ich verpetze niemanden und ich mache jeden Witz mit. Wieso denn also? Ich glaube, die halten mich für feige. Wahrscheinlich schon. Wirklich gewalttätig siehst du ja nicht aus, hm? Aber Mut hat man doch nicht im Bizeps, den hat man doch im Kopf. Ja. Und ich werde sich schon noch mal umgucken. Ich werde mir noch was ausdenken, etwas ganz sagenhaftes, etwas, wovon die ganze Stadt spricht. Um Gottes Willen, Luke. Überlass die sogenannten Heldentaten, überlass die anderen. Du bist nicht der Typ dafür. Hm? Komm, Luke. Luke. Oh, ah, ah, Luke. Ah, ah, Luke. Ah, ah, ah. Siehst du? Verstehst du das? Ach, Mensch, Luke. Der Mensch, er ist nun mal roh und gemein. Und gemeinsam, da fühlen sie sich stark. Und dann sucht man sich den Schwächeren aus, um sich noch stärker vorzukommen. Und du hast nun mal das Pech, der Schwächste in der Klasse zu sein. Aber nicht mit dem Kopf, ja? Das ist doch noch schlimmer. Ein Schwächerer, der sich erdreistet, klüger zu sein, ja? Komm. Jetzt mach ich's erst recht. Was machst du erst recht? Bist du schon 10? Okay, früh schon. Look! Look! Guten Tag. Sie sind's. Guten Tag.
Tag. Ja, ich bin's. Ich darf mich doch setzen, nicht wahr? Wissen Sie, die Sache ist nämlich so. Ich hatte ein Briefchen bekommen von einer gewissen Eva Knauer, meiner Referendarin. Darin lässt mich Fräulein Knauer wissen, dass sie sich heute hier mit mir treffen möchte, um gewisse Aspekte der Oper Salome über den Unterricht hinaus mit mir zu diskutieren. Sie haben sie nicht zufälligerweise gesehen? Wie? Die Salome? Nein, das Fräulein Referendarin. Oh, ich fürchte, die Referendarin Knauer, die ist sozusagen nicht gekommen. Ist das schlimm? Ach nein, nein, nicht schlimm. Ich bin da höllisch elastisch. Ich kann mich da blitzschnell umstellen. Es ist nur so, das Briefchen dieser Dame hat mich in gewisse Schwierigkeiten gebracht. Oh Gott, wieso denn das? Naja, ich las es dummerweise im Unterricht. Doch die Lehrkraft Schnauz muss mich durch ein Loch in der Zeitung beobachtet haben. Plötzlich rief diese nämlich zu mir, geben Sie den Brief heraus, Pfeffer! Aber Sie haben ihn doch nicht herausgegeben. Tja, dazu kam es ja erst gar nicht mehr. Denn der Schnauz schießt, hast du nicht gesehen, an mir vorbei, greift mir in den Ärmel und beschlagnahmt ihren Brief. Wer ist Großes Erpunkt? Will er beten von mir wissen, der ganze Haufen feigste natürlich verwonnen. Und als ich die Antwort standhaft schuldig blieb und der Schnauz am Ende nicht mehr weiter weiß, lässt er ihren Vater holen. Nein. Doch, und ich muss fürchten, dass mir ein Verhör dritten Grades droht. Der Schnauz will also gerade ihrem Vater das schändliche Papier übergeben. Da schnappen sie zu wie ein Haifisch, stopfen es sich in den Mund und würgen es heldenhaft hinunter. Woher wissen Sie das? Papa hat uns mit der neuesten Übeltat dieses unsäglichen Pfeifers das Mittagessen gewürzt. Und wenn Ihr Vater das Briefchen bekommen hätte und Ihre Handschrift erkannt hätte? Für wie naiv halten Sie mich eigentlich? Natürlich habe ich das Briefchen sicherheitshalber von einer Freundin schreiben lassen. Ach nee. Ach doch. Ihr geistesgegenwärtiger Schnelllebens war also gänzlich überflüssig. Auch der gute Wille muss belohnt werden. Und an was hatten Sie da so gedacht, Herr Oberprimaner? Wenn ich Ihnen nur tief in die Augen schauen dürfte, Fräulein Referendarin. Aber dessen erdreisten Sie sich doch schon seit langem. So, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber wenn es Ihnen nicht gefällt, dann machen Sie die Augen doch zu. Das ist ein Vorschlag, der sorgfältig bedacht sein mag. Und wie viel Bedenkzeit benötigen Sie voraussichtlich? Gar nicht mehr so lange. Los, Hans, wir gehen. Gehen? Wieso? Und wieso so rasch? Weißt du, diese Oberprimaner heutzutage. Irgendwie haben die Burschen etwas auffällig Frühreifes. Findest du nicht auch? Heilige Wimpern,
Ihr seid ja nicht da. Keine Sau weit und breit. Was ist jetzt das wieder? Warum haben doch heute der ganz normale Donnerstag? Keine Sonntag, keine Feiertag, den hundsgewöhnlichen Donnerstag. Da braucht man doch einen Storch. Aber man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen. Ergo, du musst feiern. Auch leer! Die ganze Schule ist leer! Guten Morgen, Herr Direktor! Böbel! Ist ja auch niemand! Die ganze Schule wie ausgestorben! Als ob die Pest gewütet hätte! Sie scheinen dem Kasus allerdings nicht dem nötigen Ernst zu begegnen, Herr Kollege! Aber wissen Sie, Herr Direktor, das mit dem Ernst, das ist eine anstrengende Sache! Da kümmere ich mich lieber nicht drum, bevor ich nicht weiß, was hier überhaupt im Schwange ist. Herr Direktor, wie Sie das haben anordnen können, ohne uns vorher in Kenntnis zu setzen. Und wir Lehrkräfte stehen und da fähige begossenen Vorteil. Ja, genau. Aber meine Herren, nicht habe ich angeordnet. Absolut nichts, nicht das Geringste. Ich stehe jetzt selbst auf einem Rätsel. Stehen wir ja zu dritt vor dem Rätsel. Na, das ist prima. Da können wir ein super gutes Gas kloppen. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen, Fräulein Eva. Guten Morgen, Fräulein Eva. Ich war heute Morgen schon schwimmen im Strandbad. Und als ich wiederkam, da hing dieses Schild hier am Schultor. Hey, der Wimpern. Ja, das ist noch eine dicke Hund. Und wieso haben Sie das heute Morgen nicht bemerkt, als Sie zur Schule kamen? Rein! Ich arbeite seit 36 im Lehrerzimmer und vorher war es nicht da. Bümmel! Ich, Gott, Herr Direktor, ich bin morgens eine richtige Schlafmütze. Ich krieg partout die Augen nicht auf. Ich bin da schon heiß. Wo bin ich der Weste Schule finden, du? Ich finde, es ist ein flagelhafter Weltakt der Baubehörde, die Baumaßnahmen anzusetzen, ohne vorher die Schorne in Kenntnis zu setzen. Und ich protestiere mit... Gut! Gut, guck mal das Ding doch mal genau an. Also, meine Herrschaften, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Baubehörde so eine lausige Wappendecke aufhängt. Sie meinen... Ich meine... Sie meinen wirklich... Ich meine, das ist nichts anderes als eine kühne, satte, hutsordinäre Schülerstreich. Ich könnte mich mögen von allen. Wenn das stimmen würde, unfassbar, bodenlos. Eine Messetat ohne Beispiel. Das wäre wirklich ein harter Brocken. Ja, haben Sie vielleicht eine bessere Idee, die logisch wäre. Gut. Also es muss unverzüglich etwas geschehen. Herr Direktor! Natürlich! Aber was? Und was geschehen muss, liegt doch eindeutig auf der Hand. Der Kriminalpolizei muss verständigt werden angesichts dieser bodenlosen Urkundenfälschung. Na, oder der Feuerwehr! Verbitte mir Ihre sarkastischen Randbemerkungen, Herr Kollege. Gut. Oder noch besser, das Rote Kreuz. Wir wollen zwar nichts falsch machen, meine Herrschaften, wenn das rauskommt, sind wir blamiert bis auf die Knochen. Das Beste ist, wir sagen erstmal gar nichts. Ja, wir stellen uns erstmal ganz dumm. Und wir behaupten, die bauliche Maßnahme wäre tatsächlich mitten im Gange. Wir legen eine alte Leiter auf die Treppe. Ja, und wir sagen, mir selbst war es, wo der Waffendeckel aufgehängt haben. Aber das entspricht
entspricht doch nicht im geringsten den Tatsachen. Ah, Direktor Bekamtsch ist nichts mehr relativ für die Tatsachen. Also, ich verwehre mich entscheidend gegen diese werdenlose Komplexenschaft mit diesem subversiven Schädelstand. Gut, wenn Sie wollen, dass sich die ganze Stadt im Bauch verlassen hält. Oh, um Himmels Willen, nur das nicht. Also, Papa, ich finde die Idee von deinem Böbbel recht pfiffig. Oh, vielen Dank, Frau Eva. Jetzt machen wir eine richtig leckere Sauerei in der Treppe aus. Hey, Herr Direktor, das ist wie Kuchenbacken des Sackis. Kommen Sie, wir legen los. Endlich. Ich habe Sie schon überall gesucht. Nun, kommen Sie denn her? Ich habe etwas zu melden, Herr Direktor. Oh, Junge, Sie haben auch Zeit gehabt bis morgen. Hier tacht nämlich gerade der Krisenstab, ist leer, kauft das. Und außerdem, du bist ja schulfrei. Ja, das ist es ja gerade. Ich komme wegen dem Schild. Es heißt nicht wegen dem Schild, es heißt wegen des Schildes. Sie können doch auch draußen auf mich warten. Ich kann mir schon denken, um was es geht. Es ist wegen der letzten Musikstunde. Nein, es ist wegen des Schildes. Jung, du bist ja heute störrig wie eine Esel. Du hörst was weg. Sie sich. Sie sind. Wie bitte? Entschuldigen Sie bitte, Herr Direktor. Das sage ich von Gewohnheitsmacht in solchen Situationen. Das Schild ist von mir. Ja, von mir. Ich habe das aufgehängt. Das ist eine Fälschung hier. Das hier ist eine Fälschung, das habt ihr eigentlich aufgehängt. Aber ich hab das allein, Mir scheint, der Schüler Luke hat eine bedenkliche, fiebrige Grippe. Verbunden mit Bewusstseinsstörungen. Am besten ist es, ich bringe sie erst einmal nach Hause. Ja, und die Mutter soll kalte Wade mit gemacht. Ich habe keine Grippe, ich habe nur das Schild aufgehängt. Kapiert Sie das doch endlich? Ich war nicht der Musterschüler, der kleine Luke. Ich habe das. Da habe ich alle nur als Streber und Musterschüler gepiesackt, gehänselt und misshandelt und ich habe die ganze Schule den ganzen Tag nach Hause geschickt. Ich, der kleine Luke. Jetzt hören Sie doch auf, Luke, um Gottes Willen. Sie reden sich noch im Kopf und Kragen. Das werden Sie schmerzlich bereuen. Ich bereue, nein, nee, das... Dem kann doch nur noch kalte Duschen erwarten. Nun hörst du mal gut zu, Junge. Den Klaus, den Pappendickel hat einzeln allein die Schulleitung persönlich aufgehängt. Ja. Weil nämlich die Baumaßnahmen und der Baus unmittelbar bevorstehen. Und alles andere, das ist Kokolores. Hast du mich verstanden? Ob du mich verstanden hast? Gut. Das Beste ist, wir gehen zu unserem ursprünglichen Plan zurück. Und für den Jungen ist es auch besser so. Und wenn die fiebrige Grippe vorbei ist, wird er das auch so sehen. Der kleine Luke. Was mit dir los ist.
Trauerkloß, das ist ja überhaupt gar kein Ausdruck dafür, wie du hier drin hängst. All das Leiden der Welt in diesen edlen Zügen. Was hat dir denn die Petersilie so schauerlich verhagelt? Das ist ein Tag wie vom Konditor gemacht, dazu noch schulfrei. Was willst du also mehr? Das ist es ja gerade. Was ist es ja gerade? Du mit deiner alkoholischen Gärung, du hast ja die Oberprima nur für 2 Stunden freigekriegt, aber ich hab die ganze Schule einen ganzen Tag nach Hause geschickt und die ganzen Pauker dazu. Um Gottes Willen, Luke, das mit dem Schild warst du? Sag mal, bist du bescheuert? Das kann dir doch das Genick brechen. Oh Mensch, oh, das wäre wenigstens was, was ich gemacht habe. Die ganze Stadt hätte davon gesprochen. Und die Lotte hätte es im Stadtanzeiger gelesen. Du grüne Neune, Luck. Du hast ja wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ach Mensch. Die haben mir meine Tat gestohlen. Die haben mich um das Größte betrogen, was ich je gemacht habe. Wo bleibt denn der Zucker, Herr Oberbraumeister? Eine Minute! Ich bin gleich wieder da. Du wartest hier. Hier, der Zucker! Endlich! Was meinst du damit mit, sie haben dir deine Tat gestohlen? Als ich doch beim Zeus war und den anderen in der Schule und denen gesagt habe, dass ich das Schild aufgehängt habe. Und die haben aber behauptet, sie hätten das selber aufgehängt. Und mit Bauarbeiten haben die auch schon angefangen. Luke, du bist gerettet! Verstehst du das nicht? Du bist gerettet! Du bist doch mal mit einem blauen Auge davongekommen! Mensch, lieber wäre ich untergegangen. Ach, so, die edle Brühe ist bereitet, meine Herrschaften. Auf los, geht's los. Wer hat noch nicht Verbildung mal? Kinder und Soldaten zahlen die Hälfte. Kinder und Soldaten. Hier sie schmecken und riechen sie. Ein Saufjuwel ohnegleichen. Das Unglaublichste vom Unglaublichen. Selbst ihre Ahnen würden mit Wonne aus den Grüften auferstehen, um sich an diese Chartreuse-Grüße zu erlaben. Die gebraucht worden ist nach dem Geheimrezept von Rudiknebel. In Fachkreisen auch bekannt als blutiger Nebel. Look, für dich gibt's die doppelte Ration. Dieses Gesetz macht kleine Menschen ganz groß. Ich will kein Alkohol. Prinzipiell sehr vernünftig. Aber in deiner heutigen Verfassung ist das doch Medizin für dich. Jetzt versuch es doch wenigstens mal, Luke. Angeordnet vom Sanitätsdirektor Pfeiffer. Was persönlich. Ja, guck mal, jetzt läuft das mal so echt. Ist ja gepeilt. Einst ging ich am Ufer der Donau entlang. Oh, la la la, ein schlafendes Mädchen am Ufer ich fand. Oh, la la la, ein schlafendes Mädchen am Ufer ich fand. Ein schlafendes Mädchen am Ufer ich fand. Hatte die Beine weit von sich gestreckt. Oh, la la la. Ihr schneeweißer Busen war halt nur bedeckt. Oh, la la la. Ihr schneeweißer Busen war halt nur bedeckt. Ihr schneeweißer Busen war halt nur bedeckt. Leute, ich habe einen Vorschlag. Lass uns mal die Quadrille machen für den Abschlussball beim Abi. Quadrille. Herr Pfeiffer, ha? Sie fordern Frau Direktor Zeus,
zur Quartier à la Chartreuse heraus. Vielmehr ehrerbietig auf. Mit dem größten aller Vergnügen, Herr General, Musikdirektor. Frau Direktor Zeus, dürfte ich um Ihren Arm bitten? Look, du bist der Zeremonienmeister. Nett, dass du gekommen bist. Möchtest du dich setzen, vielleicht? Danke. Wenn ich recht verstehe, hält man mich also für deine Mutter. Ich finde es skandalös, dass du das nicht richtig stellst. Ja, so Missverständnisse brauchen eben ihre Zeit, bis sie sich auflösen. Aber wirklich nett, dass du gekommen bist. Das sagst du jetzt schon zum dritten Mal. Zum zweiten. Zum dritten Mal. Du hast natürlich recht, wie immer. Du befandest dich in ungemein eindrucksvoller Gesellschaft. Wirklich? Freut mich, dass dir meine neuen Freunde auf Anhieb gefallen. Du merkst ja gar nicht, wie lächerlich das alles ist. Wie kann ein erwachsener Mensch an solchen Albernheiten Gefallen finden? Primana, wohl eher grüne Tertia. Bist du schon so weit vertrottelt? Gott, man muss ja nur mal dein Gesicht ansehen. Ja. Ich werde immer jünger. An Weihnachten kannst du mir Karl May schenken. Und an Ostern, da glaube ich wieder an den Klapperstock. Dein Witz ist in Rückbildung begriffen. Also schön, ich habe nur eine einzige Frage. Wie lange gedenkst du denn noch hier zu bleiben?
Ostern mache ich mein Abitur. Na, vielleicht falle ich ja auch durch wegen Deutsch, dann muss ich noch ein Jahr dranhängen. Wenn du wirklich ein Mensch von Kultur und Geschmack wärst, du würdest es in diesem muffigen Provinznest keine 3 Tage aushalten. Frankenthal. Ja, teure Marion, ich weiß. Für dich riecht alles muffig, was nicht nach Asphalt riecht. Aber ich finde es hier großartig. Außerdem betreibe ich einzigartige Studien. Also wenn du ein Gymnasium kennenlernen wolltest, das hättet ihr Dr. Brent auch in Berlin zeigen können. Dazu brauchst du dich nicht hier als Primaner Parodie herumzuflegen. Ja, aber es bekommt mir prächtig. Ich habe bereits 8 Pfund zugelegt. Mein Lieber, zur Erholung fährt man in unseren Kreisen nach Garmisch. Oder nach Westerland. Da könntest du mich auch mitnehmen und wärst unter Menschen. Stattdessen diese angetrunkenen Jünglinge hier. Gott, bist du anspruchslos geworden. Ach, teure Marion. Dir fehlt offenbar jeglicher Sinn fürs Ungewöhnliche. Jetzt einmal in allem Ernst, mein lieber Johannes. Die Akademie der Künste wartet auf deinen Vortrag. Und Kommerzienrat von Kaiser hat uns zu einer Studienreise nach Dalmatien eingeladen. Ich habe mein Reisekostüm schon entworfen. Und du siehst sicherlich totschick darin aus. Und es lässt die Studien in Dalmatien erst recht zum Tragen kommen. Was aus mir wird, daran denkst du wohl überhaupt nicht. Ich bin's leid, ständig dumme Bemerkungen zu hören. Ihr Verlobter hat sich wohl in Luft aufgelöst, was? Fragt mich Dr. Ulrich neulich. Er fängt schon wieder an mir nachzusteigen. Kurz und gut, ich bin nicht bereit, auch nur einen Tag länger die versetzte Braut zu spielen. Dafür habe ich mich nicht mit dir verlobt. Wir fahren noch heute Abend gemeinsam nach Berlin zurück. Unter diesen Umständen bin ich bereit, diesen Spuk hier und alles, was du mir damit angetan hast, weitgehend zu vergessen. Deine Fähigkeit, mir selbstlos zu verzeihen, die beschämt mich zutiefst, meine Liebe. Frau Winscheid! Au! Ich und Herr Pfeiffer fahren mit dem nächsten Zug nach Berlin. Sie helfen bitte packen. Och, ach so streng müssen Sie jetzt unter Umständen alle Zeit, gnädige Frau. Och, sind nur noch Kinder. Außerdem haben wir uns doch so gut vertragen. Es bleibt dabei, Johannes kommt mit mir. Nicht wahr, Johannes? Wenn wir uns sputen, erreichen wir noch den Zug 7:28 Uhr. Ach, gnädige Frau, soll das Kind jetzt noch nicht einmal in Ruhe leben wollen, sag ich dir. Du bleibst also bei deinem Ultimatum. Ich habe nicht vor, mit mir handeln zu lassen. Liebe Frau Winscheid, würden Sie uns vielleicht für einen kurzen Augenblick allein? Och, nee, was für Elend! Oh, was für Elend, Amara! Hast du es dir etwa anders überlegt? Überlegt? Nein. Nein, überlegt ist nicht das richtige Wort. Es überkam mich, sozusagen. Ich möchte jedenfalls noch ein bisschen hierbleiben. Dann ziehe ich meine Konsequenzen. Hast du nicht gehört? Dann ziehe ich meine Konsequenzen, habe ich gesagt. Dann ziehe doch, was du magst, teure Marion. Und in Gottes Namen, wenn du magst. Ziehe deine! Oh.
der Oberprimaner und die Referendaren. Und sie suchten Zuflucht in einer Schulstube. Jetzt mal im Ernst. Wenn uns hier jemand erwischt, dein Vater zum Beispiel. Papa hat Stammtisch. Der kommt spät. Wir stören uns niemand. Hans? Hm. Kannst du im Abitur nicht ein bisschen durchfallen? Wenn ich mir tüchtig Mühe gebe. Dann gib dir tüchtig Mühe. Wieso? Hast du Angst, ich gehe wieder zurück nach Berlin? Naja, ich dachte, ich könnte dich vielleicht... Was meinst du? Na, mitnehmen. Nach Berlin? Nein, du bist verrückt. Völlig verrückt. Schon gut. Vertagt. Sag mal, der Schnauz, der verkehrt in letzter Zeit ziemlich häufig bei euch, hm? Der Ärmste. Meine Eltern hätten halt gerne, wenn ich den heiraten würde. Ja, und du? An sowas denke ich noch nicht. Ich mag mich schon noch ein bisschen umschauen. Oh, wenn ich in dieser Angelegenheit vielleicht Ihre Aufmerksamkeit einen kleinen Augenblick auf mich lenken dürfte, verehrte Umschauerin. Ich bin ziemlich witzig, ich besitze gute Manieren, wenn auch nicht in der Schule. Ich besitze Witz, Geist, eine umfassende Bildung. Ich bin gut gewachsen, schön gewissermaßen. All diese Vorzüge vereine ich in mir. Was also möchtest du mir? Einbildung ist auch eine Bildung. Du denkst, weil ich mit den anderen herumziehe und albern bin, sei ich auch genauso kindisch. Käme ich das dazu, das zu denken? Du bist Einstein, falls das reicht. Allerdings. Naja, auf einem anderen Gebiet, da bin ich vielleicht ein kleiner Einstein. Du Schrecken der Oberprima. Du bist schon ein goldener Junge, in den ich mich vielleicht ein bisschen unvorsichtig verliebt habe. Trotzdem, so mag ich dich nicht. Du, sag mal, kennst du den berühmten Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer? Hans. Aber du kennst ihn also nicht. Also ich verehre ja diesen Johannes Pfeiffer. Also ich habe auch schon einiges von ihm gelesen. Ja? Ja, und einiges ist sogar passabel, packend, ja hinreißend geschrieben. Wirklich? Ja, trotzdem. Bei Brot und Kunst zum Beispiel. Ja, da kommt es einem vor, als schreibe jemand von etwas, von dem man die Bohne versteht. Ja, ein dicker, satter, wohlhabender Schriftsteller schreibt über Hunger. Ja, das ist vielleicht ein Argument, ja. Aber ich muss ja auch kein Eskimo sein, um über Schneemänner zu schreiben. Außerdem ist er nicht dick. Nein, er sieht sogar ziemlich passabel aus. Jetzt tust du so, als würdest du ihn kennen. Tu ich auch. Gewissermaßen. Wir waren in Berlin ständig zusammen. Aha. Und wie ist er so? Überzeugend. Schlicht überzeugend. Quasi ein Typ wie ich. Eva. Schau auf ihn. Was ist? Er steht vor dir. Dr. Johannes Pfeiffer. Ich kann dich doch nicht ständig belügen. Jetzt hör doch auf, Hänschen. Fang nicht schon wieder damit an. Vor mir musst du dich doch nicht so aufspielen. Hänschen klein will Pfeiffer sein. Oh, könntest du jetzt wenigstens einen Augenblick ernst sein? Wenn ich dich ernst nehme, dann müsste ich jetzt ganz schön wütend werden. Ja, du kannst mich doch nicht wie eine dumme kleine Provinzgans behandeln. Wenn man mit diesem läppischen Kasperltheater imponieren kann. Hör zu, ich weiß, es klingt abenteuerlich und unglaubwürdig, aber ich bin Dr. Johannes Pfeiffer, Autor der Werke Brot und Kunst. Eheferien? Der doppelte Buchhalter? Der hat mir sogar gefallen. Oh, wenigstens was. Aber glaub mir, das alles ist von mir. Ich bin Dr. Johannes Pfeiffer. Aha, und deswegen machst du jetzt in Frankenthal dein Abitur? Na. Und demnächst wirst vielleicht... konfirmiert? Nein, ich bin studienhalber hier für einen neuen Roman. Jetzt gehst du wirklich zu weit. Himmel, Herrgott. Soll ich es dir beweisen? Mit Taufschein? Mit Pass vielleicht? Gott, bist du stur? Ich bin stur. Ich bin stur. Und du bist der berühmte Dr. Johannes Pfeiffer? Ja! Weißt du was? Du kannst mir mal im Mondschein begegnen. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Adieu.
Menschenknebel, immer das Gleiche. Der Schnauze wird sich heute vermutlich etwas verspäten. Was nun, du Schlauberger? Woher will er das wissen? Der Pfeifer war gestern mit ihm zum Kaffee eingeladen. Nur war der Schnauz leider nicht zu Hause. Aber seitdem gehen alle seine Uhren falsch. Guten Morgen, Herr Professor. Mein berühmtes strenges Regiment abzuhalten. Einmal, schreiben Sie ins Klassenbuch. Eine Stunde Arrest für Knäbel wegen Bohren am linken Nasenflügel. Eine Stunde Arrest. Das war der rechte, Herr Professor. Von meiner Seite aus war es der linke und die Perspektive bestimmt immer noch die Lehrperson. Wenn ich jetzt einmal noch am linken bohre, haben wir beide recht, Herr Professor. Setzen Sie sich! Sie sind Alman. Eine Stunde Arrest für Lock wegen glockschäligem Lächelns. Meine Herren, wir behandeln in der heutigen Chemiestunde ein Phänomen, das nur ein scheinbar einfaches ist. Nämlich Gesundheit. Der Flamme. Kann mir einer der Herren sagen, was eine Flamme im allgemeinen Sinn ist? Die Eva ist eine Flamme. Die Lotte von Halbach auch. Setzen Sie sich! Ihnen fehlt der sittliche Reife. Wir behandeln in der Chemie nicht die symbolisch gemeinte Flamme der Erotik, sondern der Flamme als Endex eines Verbrennungsvorgangs. Aber in der Erotik gibt es doch auch Verbrennungsvorgänge, Herr Professor. Richtig, Mackermann. Aber diese sollten Sie erst nach dem Erwerb Ihres Abiturs einsetzen. Ich führe Ihnen jetzt einige Versuche vor. Guten Tag, guten Tag. Ich bin vom Oberschulamt Berlin den weiten Weg nach Frankenthal gekommen, um mir den Unterricht von Professor Klein anzusehen. Leider war unser Amtsstandpapier ebenso ehrenvoll wie überraschende Inspektion in keiner Weise vorbereitet, Frau Oberschulrätin. Dennoch darf ich die Hoffnung hegen, dass Sie alles in der geziemenden Ordnung vorfinden werden. Hier, verehrte Frau Oberschulrätin, befindet sich unser Turnsaal. Wenn Sie vielleicht den neuen Kletterstangen einmal selbst prüfen möchten. Nein, danke. Oh, alles sehr schön. Alles sehr schön. Welch ein Lärm. Wo mag seine Quelle und welches seine Ursache sein? Aber nehme nicht dergleichen, Frau Oberschulrätin. Eva, du? Nein. Die Stimmzentrale. So, ich glaubte deutlich etwas gehört zu haben. Aber ich bin ja auch kurzsichtig. Nun führen Sie mich bitte in die Klasse von Professor Kreis. Gewisse Vorkommnisse der jüngsten Zeit haben sich herumgesprochen und ich möchte mir selbst ein Bild von der Unterrichtsatmosphäre beim Kollegen Kreis. Möchten Frau Oberschulrätin vielleicht das biologische Kabinett besuchen? Wir hätten da lecker neues Skelett zu bieten. Nein, danke. Für nackte Knochen ist meine Zeit zu knapp, Mann. Kann mir einer der Herren sagen, welche drei Helligkeitszonen eine Flamme besetzt? Knallt! Helligkeitszonen? Davon gibt es drei, nicht wahr? Für Helligkeitszonen sind Sie offenbar nicht Fälle der Nog! Schätzen Sie sich! Guten Morgen, Herr Direktor! Guten Morgen, Fräulein Referendarin! Guten Morgen, Frau Oberschulrat. Guten Morgen, Herr. Geschätzter Kollege Krall,
einmal wiederzusehen. Es ist ja nun schon ein Weilchen her, seit wir uns das letzte Mal begegnet sind. Aber bitte, lassen Sie sich nicht stören. Mir schien, Sie haben einige Scherze in den Unterricht eingeflochten. Muss auch sein, muss auch sein. Humor würzt das Leben und den Lehrstoff. Aber bitte, fahren Sie fort. Lassen Sie den Pfeifer mal machen, Herr Rektor. Dann ist er pfiffiger jung. Ich flehe Sie an, Pfeifer. Spielen Sie das Theater weiter. Frau Oberschulrätin darf nichts merken, wenn die Harmonie in unserer Anstalt je was bedeutet hat. Dann fahren Sie fort. Nun, Frau Oberschulrätin, wir waren bei der Flamme als kleine Schüsseln stehen geblieben. Welche Helligkeitszonen besitzt deine Flamme, mein Herr? Ackermann! Einen dunklen Kern. Richtig! Und drittens, Knäbel! Einen bläulichen Saum. Richtig! Richtig! Der dunkle und kühle Kern der Flamme enthält was? Hält die unverbrannten Dämpfe des Kerzenstoffs. Richtig, Locke, richtig. An dieser Stelle wollen wir uns ganz besonders merken, dass es im Gegensatz aller Erwartungen kühler im Kern der Flamme ist, als das, was drumherum ist. Im wirklichen Leben ist es oft umgekehrt. Da ist es am Kern der Reis, während es außen kühler scheint. Im Mantel der Flamme zersetzen sich der unverbrannten Dämpfe dann in was? In brennbare Gase und feine Kohlenstoffteilchen, die zu glühen beginnen und Licht aussenden. Richtig, richtig. Sie verbrennen erst beim ungehinderten Luftzutritt am äußersten Kerzensaum. Richtig. Dort verbindet sich der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff. Richtig! Außerdem kann ich vorstellen, dass zu wenig Luft dran ist. Ausgezeichnet! Setzen Sie sich! Aber dass Sie das wissen, ist ohnehin klar. Ich möchte nun auch mal jemanden hören, den ich noch nicht gehört habe. Welche Flüssigkeiten und Feststoffe verbrennen mit hellen Flammen? Pfeifer! Fahren Sie fort, Pfeifer! Wo ist denn dieser Pfeifer wieder? Der, ja... Natürlich, natürlich! Der Bursche fehlt einmal wieder. Schade, schade, Frau Oberschulrat. Gerne hätte ich Ihnen den größten Pflege der Anstalt vorgeführt. Wirklich schade. Eva, hast auch nicht du als Kollegin so deine Erfahrungen gemacht mit diesem schönen Pfeifer und seinem unberechenbaren Gebaren? Möchtest du dich nicht äußern in Gegenwart der Frau Oberschulrat? Jetzt gerade nicht. Natürlich. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Sie sind wohl mit der Referendarin Knauer verwandt. Kollege Krei? Verwandt! Mit der Referendarin Knauer verwandt. Kollege Krei. Nun, eigentlich nicht. So, wie meine? Entfernt. Sozusagen weit entfernt verwandt. Nicht wahr? Verlobt! Um genau zu sein. Verlobt! Nicht wahr, Papa? Verlobt! Ja, Frau Oberschullehrerin, so ist es. Verlobt. Ja, verlobt. Ach, das habe ich nicht gewusst. Nicht gewusst. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Auch Ihnen, Herr Direktor. Ein solcher Schwiegersohn gereicht wirklich jedem Elternpaar zu Zierden.
Alles in allem, Herr Kollege, gefällt mir sehr gut. Alles sehr schön. Eine moderne pädagogische Methode und mit leisem Humor gewürzt. Gefällt mir ganz exquisit. Auch die Disziplin ist nicht zu beanstanden. Machen Sie weiter so. Meine Zeit ist knapp. Legen Sie um. Ich habe das ganze Theater ja nur auf seine Anraten hin mitgemacht.
Da kann mir eigentlich relativ wenig passieren. Eigentlich kann mir gar nichts passieren. Das ist Erpressung, Räuber! Völlig richtig! Aber Sie, Sie haben die Wahl. Schlagen Sie ein. Ihre Eva für mich oder Schimpf und Schande über die Schule um Sie. Gut! Vielleicht sollte man endlich mal das Fräulein Eva persönlich fragen. Ich will ihn. Papa, bitte sag ja. Oh. Aber dieser Mensch hat doch nicht einmal Abitur. Das macht nichts. Er will sowieso Schriftsteller werden. Geschenk des Himmels in die Arme und sollte der Schwiegersohn tatsächlich mal Schriftsteller werden, wird er mit Sicherheit Ihre Anstalt danach überliefern. Was heißt hier, wenn er es werden sollte? Er ist es schon. Was? Gestatten. Dr. Johannes Pfeiffer. Schriftsteller! Autor der Werke Brot und Kunst, Eheferien, der doppelte Buchhalter, etc., etc., etc. Und, was vielleicht wichtiger sein dürfte, mein Reifezeugnis, mein Doktordiplom, die Abrechnung meines Verlegers und für Sie der Einkommenssteuerbescheid.